Liebe Pferdefreunde, ich bin unterwegs auf dem Erlenhof und besuche Sönke Rothenberger. Und er sattelt jetzt gleich sein junges 5-jähriges Pferd und erklärt uns so ein bisschen, was er ihm macht beim täglichen Training. Wir schauen jetzt mal rein und treffen ihn sicherlich gleich im Stall. Hallo Sönke. Herzlich willkommen bei uns hier. Hey, ja, perfektes Niederländisch. Ja. Herzlich willkommen, das weiß ich auch noch. Mama ist Holländerin, Papa Deutscher, beide Sprachen perfekt. Und ich sehe überraschenderweise nicht Cosmo, den reißt du, glaube ich, später noch. Aber was hast du hier für ein Schmuckstück jetzt gleich unter der Arbeit? Das ist eine 5-jährige Stute, das ist die Luna. Das ist eine Lord Leopold mal Contendo. Also sie ist auch eigentlich eher springgezüchtet, so wie Cosmo. Und ja, das ist meine große Nachwuchshoffnung dann auch Richtung Championate dann später. Gutes Omen. Ich glaube, Cosmo war auch 5-jährig, als du ihn angefangen hast zu reiten. Ja, Cosmo kam 4-jährig zu uns in den Stall und Ende 5-jährig hatte ich ihn dann. Ja, dann schauen wir doch mal zu, wie das jetzt schon ausschaut. Ja, gerne. Super, klasse. Willkommen. Also normalerweise fange ich erstmal im Schritt so ein bisschen an. Lass das Pferd ein bisschen länger, damit es erstmal sich entspannen kann. Der nächste Schritt ist dann nehme ich sie ein bisschen auf und fange dann halt an, sie ganz in Ruhe erstmal leicht zu traben, ohne viel Druck und gar nicht viel Spannung reinzureiten. Einfach probieren, so dieses Entspannte so mitzunehmen. Und das ist halt das Tolle an diesem Pferd, dass man anfängt und die gibt einen direkt so viel zurück. Ja, immer wieder loben. Trab zum Schritt. Ja. Ja, und diese Power und diese Kraft, die sie jetzt hier auch zeigt, das ist auch eigentlich das, was dann später einem zugute kommt, weil man will natürlich keine langweiligen Pferde mit wenig Ausdruck. Die Pferde heutzutage kriegen natürlich immer mehr, weil die Zucht sich auch verbessert, immer mehr von alleine diese Power und diese Kraft mit. Und das liegt dann halt am Reiter, um die halt irgendwie in die richtigen Wege zu leiten und gar nicht diesen Geist ihr zu nehmen, sondern einfach positiv für einen so mitzunehmen. Ich nehme mir das nicht böse, wenn sie da ein bisschen rumspringt, weil sie einfach zu viel Power jetzt hier hat. Im Gegenteil, ich finde, sie gibt mir dadurch dann halt schon noch mehr von sich. Dann lasse ich sie richtig vom äußeren Bein und vom inneren Bein weichen. Jetzt vom linken Bein, vom inneren Bein schiebe ich sie ein bisschen nach außen, damit sie noch mehr auf dem Zirkel das innere Bein akzeptiert, ohne dass sie da zu nervös da und zu spritzig am Bein ist. Und da gehe ich einfach so aus dem Zirkel wechseln, umsitzen und dann richtig mit dem inneren Bein rankommen, also wieder mit dem rechten Bein. Schiebe sie dann einfach so. Wenn sie mir zu schnell wird, dann pariere ich sie leicht ab und lasse dann wieder los, damit sie weiß, was ich von ihr will. Ah. Dann kann ich mich zwischendrin auch schon mal hinsetzen. Da soll sich eigentlich sonst nichts verändern. Dann trabe ich wieder leicht. So. Dann setze ich mich wieder hin. Wird sie ein bisschen schneller, dann trabe ich wieder leicht. Sehr einfach. Und auch mit dem Gewicht so, vor allem beim jungen Pferd, erstmal zurechtkommt und ihre Balance dann trotz dem reiterlichen Gewicht an dem Rücken findet. So, und dann merke ich jetzt auch, wie sie schon sich leicht macht vorne und schön hochkommt. Dann mache ich den Übergang zum Schritt. Lass sie dann wieder Schritt gehen. Super. Ja, sie ist natürlich jetzt schon frisch. Aber das ist auch das Schöne an ihr. Dann probiere ich sie wieder zum Schreiten zu bringen, weil in der Prüfung ist ja auch so, dass sie dann später im Grand Prix von der höchsten Anspannung der Piaffe
doch wieder in die höchste Entspannung, dann Richtung starken Schritt. Und das ist dann natürlich die Kunst, dass die Pferde das ohne viel Druck und Stress so abrufen können. Brav. So ist brav. Nein. Galopp auch, da soll sie auf mich warten. Nicht, dass sie nach unten drückt und sich selbstständig macht. So. Bleibe ich erstmal hier auf dem Zirkel, dass ich sie richtig am Bein halte, sie erst ein bisschen versammelter, bis sie auf mich hört und nicht zu viel. So. Ja. Bis ich ein bisschen zum Treiben komme. Sehr gut. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ja. Immer wieder probieren vorzugehen. Oh. So. Nee, komm. Dasselbe probiere ich dann auch auf der rechten Hand. So entspannt den Galopp dann zu reiten. Zum Schluss lasse ich das Pferd dann immer noch mal am langen Zügel Schritt gehen, trab's noch mal aus und dann kann man auch mal im Sommer oder wenn gutes Wetter ist, auch noch mal ein, zwei Runden draußen im Gelände reiten, damit das Pferd sich einfach noch mal entspannt und den nicht angespannt vom Training dann in die Box kommt. Weil wir haben auch so ein bisschen die Devise, so wie man das Pferd wegstellt, so holt man es am nächsten Tag auch wieder raus. Von daher ist das auch immer eine gute Sache dann. Sönke, ich vermute mal, das war für Luna auch ein Debüt, dass seine Kamera auch mal da war. Bisschen nervös, aber trotzdem fährt mit ganz viel schönen Potenzial im Bewegungsablauf. Fünfjährig, wie sieht der weitere Ausbildungsweg aus? Wirst du ihm viel Zeit geben, diesem schicken Typ? Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall ein Pferd ist, was später auch Richtung Grand Prix auch wirklich dann seine Stärken hat. Und von daher ist unser erstes Ziel jetzt nicht, dass die irgendwie junge Pferde, Weltmeisterschaften, Bundeschampionat, wenn es passt, dann nehmen wir das natürlich mit. Aber wir geben ihr schon die Zeit, dass sie so reifen kann zu dem, was wir glauben, was sie werden kann. Und wenn sie jetzt schon, glaube ich, mit fünfjährig hier ganz normal durchlaufen würde, ohne dass sie irgendwas interessiert, dann hätte sie, glaube ich, auch diesen Charme dann später wahrscheinlich nicht. So. Also das wäre ja auch schon schlimm, wenn Luna jetzt schon eine Rampensau wäre mit 5 Jahren. Zum ersten Mal abgefilmt für Soesti on Tour. Und wir freuen uns schon alle gemeinsam auf die weitere Karriere. So wie sie strahlt, so wie sie dabei ist, wird das nächste Championatspferd. Wir sind dabei, auf jeden Fall Premiere bei Soesti on Tour. Danke dir, Sönke. Danke, Luna. Bleiben Sie wohl auf und bis bald bei den Pferden.